So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und ich habe mal wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Oh mein Gott. Adi, du musst auch aufpassen, ja? Von alleine funktioniert das nämlich nicht. Der Adi hat sich's wieder bequem gemacht im Waschbecken, der liegt ja immer hier. Und ich habe ein dickes, fettes Paket bekommen. Das ist aber kein Fanpaket, sondern das habe ich mir selber bestellt und da bin ich mal gespannt. Ich habe letztens im Stream schon angekündigt gehabt, dass ich ein richtig gutes Schnäppchen gemacht habe. Meiner Meinung nach. Jetzt wollen wir mal gucken, ist es wirklich ein Schnäppchen? Passt das alles so, wie ich mir das vorgestellt habe? Ich habe mir nämlich was bestellt und zwar die. Wir dürfen sie ja noch nicht verraten. Wir müssen sie erst auspacken. Wenn ich es vorher schon sage, ist ja blöd, oder? Wir machen es also mal auf. Das stand jetzt ein paar Tage hier rum. Eigentlich wollte ich es am liebsten direkt am ersten Tag aufmachen. Dann war aber hier so viel los, da musste ich dann noch warten. Und jetzt hat das Warten ein Ende und jetzt habe ich bestimmt reingeschnitzt. Nee, da ist noch Zeitungspapier oben drauf. Das ist sehr schön. Adi, du deine Pfötchen wieder übers Waschbecken, das ist gut so. Jetzt können wir es nämlich hier aufmachen und können dann mal gemeinsam schauen, was da drin ist, ja. Hier sehe ich, ja, nimm es ruhig raus, genau. Der Adi hilft nämlich immer mit. Hier haben wir noch eins davon. Was sagst du dazu? Das tue ich dir jetzt mal hier in dein Bottich. Dann haben wir ganz viel Kaufland-Prospekt. Die große 1-Euro-Aktion. Wer hätte es gedacht? Von wann ist das? Von Donnerstag, 19.08. bis Mittwoch, 25.08. Da wisst ihr jetzt Bescheid. Adi, hier kriegst du noch eine Zudecke. Das machen wir auch mal raus. Das machen wir mal raus. Das ist nämlich das ganze Filmmaterial, deswegen kommt das auch raus. Wir verstecken dich jetzt im Laubhaufen, sozusagen. Adi, guck dir das an. Ich weiß gar nicht, wo ist da vorne, wo ist da hinten? Wir müssen die hässliche Seite zuerst zeigen. Die sieht hässlich aus. Wir machen es mal damit zuerst. Guckt euch das mal an, was der Ramses da wieder geordert hat. Ja, überall Schramm dran, egal. Ist komplett egal, sind halt Schrammen dran. Wer kennt das? Was ist das? Das ist ein, hier ist ein Auge, da ist kein Auge, das ist eine Eishockey-Maske. Das ist Jason Voorhees, wer ihn kennt. Und jetzt drehen wir es mal ganz kurz so rum. Hey, auf der anderen Seite sieht es genauso aus, also drehen wir es lieber so rum. Da ist nämlich die Rückwand, so wie es aussieht, das seht ihr nochmal, aha. Da hat einer mit einer Taschenlampe von hinten reingeleuchtet, dass das gut aussieht. Unten drunter sieht so aus, das habe ich auch noch nicht gesehen, ja. Oben sieht so aus, Freitag der 13. Ich glaube am Freitag dem 13. zuletzt ist ein Ismo sein Video rausgekommen. Der Adi hat sich den Karton zur Brust genommen, der macht da gerade irgendwie so drin rum. Adi Schatz, alles Gute. Gut, der Adi ist gleich weg. So. Weiter, hier, Vorderseite, guckt euch das an. Eine Jason-Maske, da ist ein Säbel drin, ein Messer, ein was weiß ich, nicht noch alles. Und hier hast du so Einkerbungen, da kannst du reinfassen, du kannst das theoretisch so rausziehen, ja? Und wenn du das rausziehst, dann hast du da was drin. Und was hast du da drin? Filme. Oh, das hört sich aber nicht so gut an. Das klingt ja, als würde da drin alles kreuz und quer rumfliegen. Wir tun mal das hier auch noch weg. Jetzt habt ihr also die einzelnen Filme hier. So hört sich's gut an. So hört sich's nicht gut an. Alter. Alter Schweizer. Wie ich das immer hasse, wenn du irgendwas bestellst, und dann ist immer irgendwo die ganzen Halterungen weggebrochen innen drin und alles fliegt lose drin rum. Das ist natürlich Mist, ja. Privatverkauf, keine Garantie, keine Rücknahme, kein gar nichts. Jetzt habe ich mich schon so mega gefreut, dass ich die Freitag der 13. Box bekommen habe. Mit allen Teilen drin und alles sogar original verschweißt, original noch eingepackt, umgeschnitten und so weiter. Jetzt werden aufmerksame Leute sagen, hä, Ramses, hast du nicht ein Video mal gemacht, wo du gezeigt hast, dass du alle Freitag der 13. Teile hast, sogar im Mediabook, unwattiert und limitiert?
Ja, die habe ich aber, weil die immer im Schrank rumstanden und ich gedacht habe, die werde ich nie gucken. Weil wenn du die aufmachst, dann haben die gar keinen Wert mehr. Also habe ich die nie aufgemacht. Die waren alle noch original verschweißt die ganze Zeit. Und irgendwann habe ich gedacht, ja komm, verkauf die einfach, weil die stehen ja eh nur rum. Wenn du den Film gucken willst, dann brauchst du die normalen DVDs. Jetzt habe ich die Mediabooks verkauft für über 1000 Euro. Habe dafür Mewtwo-Raids gemacht damals. Und dann habe ich gedacht, kaufst du dir die Jason-Filme normal einfach nach, was gar nicht so einfach war, denn überall, wo ich hingeguckt habe, auf meinen österreichischen Shop-Seiten, wo ich sonst immer alles uncut bestelle, ausverkauft, nicht vorrätig, ausverkauft, leider nicht verfügbar, alles weg, egal wo du geguckt hast, du hast meistens auch nur noch die Mediabooks gefunden bei Amazon oder, bei Amazon oder, wie heißt's? eBay? Wo die 300 Euro für eins wollten, wo ich dachte, nein, natürlich nicht. Dann habe ich gesehen, es gibt Neuauflagen, Blu-Rays, die richtig cool ausgesehen haben, wo das Bild digital remastered ist, Blu-Rays, mit einem richtig tollen Cover drauf. Dann hast du aber davon nur Teil 5, Teil 8, Teil 1 und Teil 3 gefunden, mehr gab's nicht. Ich wollte aber die komplette Sammlung und ich wollte nicht abwechseln, eine Blu-Ray, eine DVD, eine Blu-Ray, eine DVD. Dann gab es die DVDs mit diesem weißen Cover, wo vorne immer nur der Schriftzug ist und da ist einfach nur eine Blutlache mit einem mit einer Waffe drin. Da habe ich aber auch nur 4 von 11 Teilen gefunden und dann habe ich diese Box gefunden. Für 150 Euro, ihr könnt mal sagen, ist das ein guter Preis oder nicht. Und das war sogar mit Preisvorschlagen. Also ich konnte ein Gegenangebot machen und habe einfach 130 Euro vorgeschlagen. Und ich hätte nie gedacht, dass der Verkäufer das annimmt, aber er hat es angenommen. Für 130 Euro habt ihr jetzt hier alle Teile drin. Freitag der 13. Teil 1, Teil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Und Freddy vs. Jason, da fehlt nur noch die Neuauflage, aber die habe ich mir noch extra bestellt. Und da gibt es noch eine Dokumentation hier. Das sind also noch 2 Fächer frei, wo ihr noch 2 DVDs reinpacken könntet. Jetzt muss ich aber mal schauen, wo das Problem ist. Ich merke es hier schon. Freddy vs. Jason. 2 Disc, ja? Fliegt hier drin rum. Das ist immer ein bisschen, kann natürlich durch den Transport jetzt passiert sein, dass... Man sollte am besten die trotzdem nicht eingeschweißt lassen. Man sollte sie jetzt spätestens aufmachen, wenn sie hier sind, und sollte mal die DVDs nehmen und richtig wieder in die Halterung reinpacken und hoffen, dass da nichts kaputt ist. Toll. Jason X. Da fliegt nicht nur die DVD drin rum, da fliegt auch... da fliegt auch irgendwie das ganze Plastikzeug drin rum, also... Ja, okay... Packen wir mal hier rein. Dann haben wir hier was. Jason Goes to Hell. Die klingt gut, die klingt nämlich nach gar nichts. Ungeschnittene Langfassung. Haben wir hier dabei Jason Goes to Hell. Vor allem gehen wir das jetzt rückwärts an. Wir haben Todesfalle Manhattan. Klingt auch gut, auf jeden Fall. Wir haben hier Jason im Blutrausch. Das ist auch wunderbar. Das passt. Wir haben Jason lebt. Das passt auch. Teil 6. Das ist übrigens der erste Teil, den ich je gesehen habe von Freitag der 13. Und auch der einzige. Bis auf Freddy vs. Jason und das Remake dann. Teil 5. Ein neuer Anfang. Auch dabei in der Box. Dann habt ihr Teil 4. The Final Chapter. Passt auch. Also die ganzen alten Teile sind in Ordnung. Nur bei den 2 neueren fliegt alles rum. Dann habt ihr hier Part 3. Wo alles auf Englisch hinten drauf steht. Aber trotzdem deutsche Sprache hat, das hat mich nämlich immer gewundert, dass 2 von den ganzen Teilen immer ein englisches Cover hatten, aber das ist überall so gewesen. Jetzt habt ihr Freitag der 13. Teil 2 mit dabei und ihr habt natürlich den allerersten Freitag der 13. Covers sind halt jetzt nicht das Heftigste. Ich fand, wie gesagt, die Blu-ray-Version, die es dann gab, die sahen 1000-mal besser aus, aber... waren halt nicht alle Teile da. Bevor ich jetzt kleine blaue habe und große andere, habe ich lieber das so genommen. Haben mir jetzt meinen Traum verwirklicht. Für 130 Euro alle Freitag der 13. Teile. Kennt ihr die Filme? Habt ihr die schon mal geguckt? Kennt ihr einen davon? Kennt ihr nur Freddy vs. Jason? Allgemein, wie findet ihr Jason?
Es gibt ja immer dieses Dreiergespann, die einen mögen Freddy Krüger, die anderen mögen Jason Voorhees und die nächsten mögen Michael Myers. Man kann aber auch alle drei mögen. Was ist euer Lieblings-Horror-Slasher-Charakter? Schreibt's mal rein. Und habt ihr auch diese Sammlung? Habt ihr auch alle Teile? Habt ihr alle gesehen? Kennt ihr das gar nicht? Schreibt's rein, das war's von meiner Seite aus. Beziehungsweise muss ich gleich noch ein zweites Unboxing machen, aber das in einem extra Video. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bam!